und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und unsere gute Melody ist hochschwanger und das heißt, wir bekommen wahrscheinlich bald unser Kind. Und wir sind dann wieder ein etwas größerer Haushalt. Ich bin gespannt, ich hoffe, sie kriegt Zwillinge oder so, wenigstens. Das wäre zumindest sehr, sehr sweet. Denn dann würden wir unseren 100 Baby schon nochmal näher kommen, als wenn wir nur ein Kind bekommen würden. Als ob sie das Projekt kaputt gemacht hat. Willst du mich verarschen? Ah, die Wehen haben eingesetzt. Moment, stopp! Hi, bitte geh einmal ins Krankenhaus. Sie will erstmal essen gehen. Same. Warum machen alle ihre Projekte kaputt? So, wollt ihr mich auch nicht verarschen? So, dann gehen wir immer nach oben und an Empfang anmelden. Ist das nicht sogar sein Kind? Dann war da nicht irgendwas? Ich weiß schon nicht mehr, von wem das, wer ja Vater ist. Ich weiß nicht, mit wem hat sie geschlafen? Es sind zu viele Menschen. Oh, ich liebe dieses Kleid mit einem Babyborg. Das sieht einfach so süß aus. Ich liebe das sehr. Oh, weil er der Vater ist, kann ich mich nicht anmelden. Willst du mich verarschen? Weil er jetzt halt die ganze Zeit so durchdreht. Oder wird sie trotzdem operiert? Okay, sie wird anscheinend trotzdem. Also nicht operiert, sondern sie entbindet. Oh, Nobuya ist wieder unser Arzt. Jawollo! Dann gucken wir mal. Was kriegen wir denn Schönes? Ich hoffe, dass mein Kamera-Akku ausreicht, weil der war nicht ganz voll. Und naja, so eine Stunde aufnehmen ist halt immer ein bisschen kritisch, aber wir werden sehen, ob sie das überlebt. Es ist ein Junge. Ich nenne ihn Ivan, weil wir müssten bei I sein, oder? Und noch ein Mädchen. Und die nenne ich Nuria. Wir sind bei N, ne? Merle hieß das letzte Kind, ist das richtig? Ja. Jo, kommt hin. Zwillinge, super. Ist genau so, wie ich wollte. Das freut mich doch. Gut, dann müssen wir die Kinder erstmal wieder ins Zimmer holen. Weil die wahrscheinlich wieder in den Kinderzimmern sind, wo sie nicht hingehören. Noch nicht. Mir wird die ganze Zeit gesagt, dass irgendwelche Objekte entfernt wurden. Also ich meine, kann schon sein, weil ich habe halt die Praline-Sims-Sachen geupdatet. Aber das war's so. Lass mich in Ruhe damit. Warum sind die Kinder da? Es macht überhaupt keinen Sinn. So, die sind jetzt da und die werden wahrscheinlich beide gerade heulen, weil es immer so ist. Hallo, was geht ab? Warum? Er ist glücklich. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Aber eigentlich wäre es mir lieber, wenn er geht. Weil so kann ich nicht vorspulen vernünftig. Das Waschbecken ist schon wieder kaputt. Uff. Schön sieht das aus auf jeden Fall. Oh nein, Ladislaus kommt. Ich schwöre, wehe. Wehe. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Wen willst du beißen? Wen? Auch noch einer von meinen Kindern, weißt du? Junge Fabian hat dir nichts getan. Stopp. Einfach nur stopp. Das ist nicht okay, ja? Ich hasse Ladislaus. Hart. So, wir können dann auf jeden Fall gleich auch jemanden einladen, damit wir nochmal ein Baby machen können. Weil wir haben ja noch Platz im Haus, ne? Ja, wir sind nur 7 Personen. Es ist Nacht in der Stadt. Da können wir essen gehen. Kostlos. Ja! Dann können wir, ich weiß nicht, wie er heißt, aber diesen Meermann, den wollten wir ja ursprünglich. Das hatte ich voll vergessen, dass wir mit dem ein Kind zeugen wollten. Und dann können wir hier zusammen irgendwie was bestellen oder so. Dann kann sie neue, coole Gerichte machen. Ja. Und hat gleichzeitig dann ein Date und kann dann ein Kind zeugen. Makoa heißt er. Den laden wir ein. Ich finde dieses Grundstück teilweise einfach richtig kacke. Weil man nie weiß, wo die Leute spawnen, wenn man die einlädt. Und deswegen werde ich ihn jetzt einfach hierhin teleportieren. Weil wir müssten ihn ja dann hier in unserer, in dem Dings hier finden. Dann muss ich halt mal hier gucken. Das wird eine Weile dauern, bis ich das gefunden habe, aber ja. Makoa Keo, lalalala. Da ist er. So, und dann kennenlernen. Ja, ja. Und dann kannst du ihn tören. Warum hat sie das an? Stopp, das ist nicht, was ich will. So, dann seid mal ein bisschen romantisch miteinander. Mit Videospiel können beeindrucken. Das ist eine sehr, sehr gute Interaktion auf jeden Fall. Baby im Whirlpool machen. Let's go. So eine Meerjungfrau wäre schon cute. So, dann ab geht's auf jeden Fall. Ich finde die Interaktion auch ziemlich grenzwertig, wenn man denkt, ab wann das Spiel hier für Kinder zugänglich ist, ja? Also es geht noch, aber es gibt andere Interaktionen, die sind schlimmer, aber trotzdem ist es so ein bisschen so. Okay. Würde ich jetzt meinem Kind. Okay. Ich habe Sims 2 gespielt, als ich 5 war. Trotzdem ist es vielleicht an sich nicht so eine Sache, die man unbedingt seinen Kindern zeigen sollte. Dann mach mal einen Schwangerschaftstest, bitte. Sie ist schwanger! Yes! Und die Post kam auch schon an. Dann holen wir uns die Post. Und dann essen wir.
Obwohl, ich habe gar keinen Hunger. Dann essen wir später. War gar nicht so viel in der Post. Ich meine, vielleicht ist ein bisschen was im Haushaltsinventar, aber I don't know. Er muss los. Und bleibt anscheinend aber irgendwie trotzdem. Das lobe ich mir. Was? Er ist einfach da, die spawnt? What? Okay. Okay. Ich hinterfrage gar nichts mehr. Oh, die Kinder sind von der Schule zurück. Jawohl, Merle ist Einsatzschülerin. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ende der Woche für meine Sims hier. Hier, nimm den Kuchen und probier die Glasur. Oh, yes. Happy Birthday to you. Okay, sie ist selbstsüchtig. Möchte eine erfolgreiche Abstammung haben. Girl. Also die Augenbrauen sind nicht okay, aber... Look at her. She's cute. She cute, yes. Dann in den Creator Sim mit dir. Ab geht's. Man sieht da schon, dass der Akku sehr gering ist. Das ist ein bisschen kritisch, aber wir müssen jetzt mal kurz damit klarkommen, dass das da so steht. Ich hoffe, der Akku hält einfach durch. Süß ist sie allemal. Oh, Baby. Cool, ihr Zusatzprojekt wurde abgeschlossen. Das heißt, es gibt uns wieder Geld und sie hat ein bisschen Fähigkeiten erlernt in ihrem Leben. Und die wird sie dann auch gleich, beziehungsweise dieses Wochenende, sie wird die ausbauen. Damit sie vielleicht nach dem Wochenende schon Einsatzschüler wird. Weil am Wochenende ist natürlich immer reinhauen, was die ganzen Fähigkeiten angeht, ne? So, wir bestellen jetzt noch Essen und wir nehmen das hier. Hallo? Warum geht sie da nicht hin? Warum hat der zu? Okay, er macht wieder auf. Oder auch nicht? Dann bestellen wir das jetzt. Alex! Hi, we know you. Why is he sad? Und an diesem schönen Samstag lassen wir die beiden Kinder auch altern. Schon. Weil wir haben die ja, glaube ich, Donnerstag bekommen. Jetzt in diesem Part. Und dann können die jetzt direkt Kleinkinder werden. Oh, Bibi. Du bist ja süß. So, Ivan hat natürlich auch Geburtstag und er ist engelsgleich. Das ist keine Frisur, die ich ihm jetzt geben würde. Gut, dann ab in den Creator Sim. Und da die Kinder jetzt gerade ja neue Kleinkinder wurden, können die jetzt in Ruhe schon mal ihre Fähigkeiten aufbauen. Und sie sind sehr synchron, wie sie fallen und so weiter. Okay, sie sind nicht mehr synchron. Das wäre sonst auch ein bisschen creepy gewesen, ehrlich gesagt. Post ist da. Jawollo. Das heißt, wir bekommen wieder Geld. So, er hat Level 3 in einer Fähigkeit. Das heißt, er... Du musst jetzt Hausaufgaben machen am Wochenende noch, dann könnte er eine Note steigen nach dem Wochenende. Er hat auch schon Level 3, bei ihm ist das genauso. Er hat auch Level 3, sie hat Level 3. Ja, Wollo, die beiden Kids schlafen erstmal. Aber soweit läuft es auf jeden Fall ganz gut. Muss euch auf jeden Fall erstmal was beichten, denn irgendwie hat mein Mikrofon nicht mehr aufgenommen. Obwohl ich dachte, dass es aufnimmt und keine Ahnung. Und eigentlich hat das auch ausgeschlagen, aber irgendwie ist es einfach komplett stumm in der Aufnahme letztendlich.
weswegen ich euch halt nicht zeigen kann, was wir jetzt noch getan haben. Ich bin mir auch nicht sicher, was jetzt genau noch passiert ist. Es war auf jeden Fall nichts Spannendes. Also ich denke, wir haben einfach so den Tag dahin gelebt und so. Also ihr werdet nichts verpasst haben. So viel geredet habe ich, denke ich, auch nicht unbedingt. Ich habe keine Ahnung, okay. Es tut mir auf jeden Fall leid. Aber ich habe jetzt schon geregelt, dass es jetzt halt wieder geht. So, ich meine, sonst könnte ich halt dieses nachkommentierte Dings nicht aufnehmen. Aber ja, ich weiß selber nicht, okay. Wir akzeptieren es einfach, dass diese paar Minuten einfach nicht mehr da sind, weil irgendwie ist meine Kamera ausgegangen und dann ist mein Mikrofon scheinbar auch RIP. Ich weiß es nicht, weil meine Kamera hatte einfach keinen Akku mehr. Das hatte ich ja am Anfang des Videos gesagt, dass es eventuell dazu kommen könnte, dass die Kamera ausgeht, und ich habe die dann ausgemacht und seitdem hat dann, also weil die sich halt umgeschaltet hat, dass halt kein Bild mehr zu sehen ist. Und dann habe ich die halt ausgemacht und dann, ja, kam halt anscheinend kein Sound mehr. Also genau ab dann habe ich keinen Sound mehr auf dem Video komplett. Deswegen, keine Ahnung, ich weiß nicht, woher es kommt. Und aber ich akzeptiere es jetzt letztendlich einfach, weil ich kann es jetzt nicht ändern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!